Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Gesundheitsseminar am Mittwoch. Ich freue mich sehr. Ich danke Anke, dass sie mich auf dieses Thema gebracht hat, denen sie sagte, Julia, es gibt so viele Leute, die immer wieder Gelenkprobleme haben. Manche sagen, ja, das sind doch diese Alterserscheinungen. Andere sagen, ja, hallo, ich bin aber jetzt noch nicht mal 30, ich habe jetzt schon meine Probleme mit Gelenken und, und. Also ich bin generell der Meinung, dass alle Krankheiten, auch besonders was Gelenken angeht, diese ganze Symptomatik oder die Krankheiten sind viel jünger geworden, ja. Wenn man jetzt so überlegt, früher Gicht, das war Krankheit der uralten Menschen, ja, hat man so gedacht, ja, der Opa mit 70, klar, dass er mal vielleicht Arthrose hat, ja, oder so. Aber heute diese ganze Probleme haben auch ganz junge Menschen, ja. Ich kann mich ganz gut erinnern, als eine junge Mutter, ich war damals mit meinen Kindern in diesen, ich glaube, Kindergartenturnen oder was auch immer, was das war. Und das war so eine junge Mama. Und ich habe sie mit, sie hat Zwillingskinder, deswegen habe ich die immer so beobachtet. Ich fand die immer witzig, wie man so mit Zwillingen umgeht, ja. Und dann irgendwann ist diese Mutter verschwunden, wahrscheinlich für 2 Monate oder so. Ich habe die lange nicht gesehen. Als sie wiederkam, erstmal habe ich erkannt, sie war so blass und sah so grau aus. Also wirklich, man hat gesehen, ihr geht's nicht gut. Und dann bin ich natürlich mit meinem empathischem Herz auf sie zugegangen und gesagt, du sag mal, was ist mit dir los und so weiter. Und dann sagte sie mir, ja, ich habe ganz schlimme Rheuma und ich bin jetzt seit 2 Monaten nur Krankenhäuseraufenthalte und. Sie sah so schlecht aus. Und dann habe ich so nachgedacht und immer so reflektiert, was ist sie denn? Also ich habe Kinder, da gab es immer so Snackpause und sie selber außer weißer Brötchen mit Marmelade oder so Schweineaufstrich nie was anderes essen gesehen, ne? Und ja, nicht hinter jeder Marmelade musst du von Rheuma stecken, versteht ja. Aber natürlich das, was wir Nicht das, essen und was wir essen trinken, und hat trinken, wirklich hat wirklich mega mega Einfluss auf Einfluss das, auf was unsere Gesundheit ist. Und heute möchte ich euch einfach in diese Thema reinnehmen, was ganze Gelenke angeht. Aber damals mit diesem Beispiel, mit dieser jungen Mama, ich war so erschrocken zu hören, was sie für Rheuma hat. Und man würde denken, die Frau wäre schon, weiß nicht, 90 Jahre alt und auseinanderfällt, aber sie war echt jung, sie war sogar jünger als ich und das war ja eh schon jetzt vor Jahren. Ja, ich hoffe, ihr geht's gut. Und deswegen, damals, das waren immer so Bausteine für meine persönliche Überzeugung oder Bausteine für das, damit das, was ich heute mache mit Coral Club, mit meinem ganzen Team, mit dieser ganzen Aufklärung einfach so eine tiefe Wurzel in mir schlägt, dass ich diese Ungerechtigkeit, die da draußen geschieht, einfach so fest in mein Herz schreibe, dass so viele Menschen schreien nach einer buchstäblich Erlösung von diesen ganzen Krankheiten. Und was sie mir, diese Dame zum Beispiel, alles erzählt hat, was mit ihr gemacht wurde innerhalb von diesen 2 Monaten und sie eigentlich noch schlechter drauf ist als zuvor, naja, traurig, traurig. Aber lass uns wirklich zu diesem tatsächlichen Thema jetzt gehen und wirklich in Thema Gelenke einsteigen. Und erstmal ganz physiologisch, das, was ich von Coral Club, von Experten von Coral Club so gehört habe und gelernt habe über die Jahre und natürlich 7 Jahre Erfahrung an meinem Team, an vielen Leuten, die zu uns gekommen sind, mit Gelenkenbeschwerden, mit irgendwelchen Problemen mit Gelenken, ja, mit gewissen Diagnosen, dass diese Erfahrungen machen, sage ich mal, die Theorie auch richtig fest, denn wir wissen, es ist nicht nur theoretisches Wissen, sondern wir wissen, okay, Menschen erleben eine gewaltige Verbesserung oder komplette Heilung. Und deswegen, ja, wird dann Theorie ebenso bestätigt. Und darüber freue ich mich. Und am Ende erzähle ich euch ein paar richtig coole Beispiele. So, aber lass uns erstmal vom normalen Zustand ausgehen. Was ist denn Gelenke? Gelenke, wie alle anderen Organe, sind einfach nur Haufen an Zellen. Ja, und Gelenke bestehen auch 30% aus Wasser oder zu 30% aus Wasser, ja. Das heißt, auch Gelenke dursten, kann man sagen, wenn man nicht genug trinkt. Ihr werdet staunen, aber egal, was ich erzähle, ihr werdet wie immer merken, in jedem Mittwoch geht es immer um Thema Wasser. Genau, und auch bei diesem Thema ist es nichts anderes. Also, wer vielleicht jetzt als Video das bekommen hat und noch nie gehört hat oder nicht versteht, warum ich über Zellen rede oder Zellnahrung. Also wenn euch ein paar Begriffe nicht klar seid, ihr könnt in den Kommentaren was schreiben oder guckt einfach das Gesundheitskonzept von Coral Club. Ich glaube, da werdet ihr viele Antworten finden. So, aber Normalzustand ist das so. Gelenke sind wie alle andere Organe, bestehen aus Haufen Zellen und diese Zellen müssen richtige Nährstoffe bekommen. Die Zellen müssen sich teilen, damit auch unser Gelenke regenerieren. Ganzer Knochenapparat erneuert sich alle 7 Jahre. Das heißt, von heute
In 7 Jahren kannst du erwarten, dass nichts mehr von der Zelle ist, wie heute dein Körper, also dein Knochenapparat besteht. Das heißt, auch unser Knochen, egal ob du an Rücken denkst, an deine Knie, ne, irgendwelchen anderen, also wie gesagt, Gelenke, ne, und Glieder, alles ist erneuerbar in unserem Körper. Was wir brauchen, müssen verstehen, wie Code der Zelle funktioniert, wie unsere Zellen sich erneuern und was brauchen die Gelenke, ja. Darüber kann man auch sehr viel im Internet lesen, ja. Wir wissen das, zum Beispiel, jeder muss dann wahrscheinlich wissen, gutes Kalzium brauchen unsere Gelenke, ja. Unsere Gelenke bestehen aus ganz viel Kalzium. Gelenkschmiere, ne, also die Knorpel brauchen zum Beispiel sehr guten, also Hyaluronsäure als Beispiel, ne, Sehnen brauchen MSM oder wie heißt das nochmal, Pomadin, Kollagen, ne, alle Sehnen, ne, alles was elastisch in unserem Körper ist, braucht ganz viel Kollagen. Also natürlich von Nährstoffen, da muss ich euch das nicht weiß machen, ihr könnt so viel im Internet lesen. Nur die meisten Leute denken, alles, was in unserem Mund an Nährstoffen kommt, kommt schon zu den Gelenken an. Ja, und das ist das erste, glaube ich, so ja, Gedanke, den wir wirklich nachgehen sollen, überlegen, ist das denn so? Auch wenn wir etwas supplementieren, irgendwelche Kalziumprodukte zu uns nehmen oder andere Proteine, Nährstoffe, Vitamine, Mineralien, ob das alles zu den Zellen ankommt. Und deswegen, egal ob andere Organe, dein Gehirn, dein Auge oder deine Gelenke müssen verstehen, ist es wichtig, dass eine sehr gute Durchblutung geschieht im Körper. Und weil unser Blut bringt die Nährstoffe zu den Zellen, zum Gewebe, auch jeder hier, Knöchelchen hier in meinem Finger muss durchgeblutet sein. Ja? Das heißt, hier muss Blut ankommen, die Nährstoffe müssen da ankommen und das, was die Zelle abschmeißt, ne? Müll muss abtransportiert sein. Das nennt man eigentlich der Stoffwechsel. Und Stoffwechsel bei diesem Finger geschieht auch wie in meinem Gehirn. Blut bringt alles hin, Zelle isst und trinkt, macht ihre Aufgaben, also den Stoffwechsel, da wird Müll abgeschmissen, das muss abtransportiert werden. Und deswegen, damit unser Blut flüssig ist, das haben wir auch oft in vielen Zusammenhängen, dass immer gesagt, muss Wasser getrunken werden. Denn Blut ist einfach eine Flüssigkeit, was Nährstoffe transportiert, da gibt es Blutelemente drin, aber Blut muss flüssig sein. Und das erste Problem, wo generell alle Probleme bei Menschen entstehen, wenn wir aufhören, richtige Menge zu trinken, und zweitens nicht verstehen, was für ein Wasser wir trinken sollen. Ja, so, wenn ich spreche von bioverfügbarem Wasser, bedeutet das Wasser sehr viele Parameter zeigt, also unser Korallenwasser, Wasser mit H-100 100 oder andere Produkte. Dafür gibt es, wie gesagt, andere Seminare, wo man das genau nachhören kann. Wir sprechen immer von bioverfügbarem Wasser, weil das ist das Wasser, was alle Flüssigkeiten im Körper verdünnen kann, besonders das Blut. Wenn unser Blut flüssig ist, gar kein Problem, geschieht alles, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? Nährstoffversorgung, Müllabtransport und so weiter. Die meisten Leute, wenn die dieses Wasserhaushalt im Körper ri nicht richtig verstehen oder trinken falsches Wasser oder Menschen trinken alles Mögliche außer Wasser, ja, wie oft kriege ich nur diese Meinung zu hören, ja, aber der Doktor hat doch gesagt, man muss nicht nur Wasser trinken, reicht doch Suppe, Saft und Cola und ne, Hauptsache flüssig. Und das ist, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir sprechen von Wasser, dann meinen wir auch Wasser. Also, was passiert in vielen Fällen, wenn Menschen diesen Wasserhaushalt nicht haben? Unser Körper produziert sehr viel Abfälle. Ja, also wir müssen verstehen, wenn ich sage Abfälle gemeint sind Toxine, alle möglicher Form, auch körpereigene Toxine, ne? Plus Toxine, die durch Ernährung nie, also Nahrung zu uns nehmen, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, irgendwelche Hormone. Geschmackverstärker, ne, und so weiter, Farbstoffe, alles Mögliche. Oder alles, was wir durch Umluft in uns bekommen, irgendwelche Toxine plus Medikamente, ne, alles, was unter Medikamenten fällt, ist synthetisch oder chemisch. Das sind auch Toxine. Und natürlich, wenn Menschen nicht über die Qualität der Nahrungsergänzung Bescheid wissen, die kaufen sich bei DM wohl irgendwelche tolle Vitamine. Und ihr müsst verstehen, da ist, nicht sagen 100%, aber ist wahrscheinlich 90% sind nur synthetische Vitamine, Mineralien. Das sind alles auch Müll oder Toxine für unseren Körper. Ja, so plus durch Nahrung, fertige Nahrung, schlechte Nahrung, gespritzte, alles was nicht relativ in guten Bioqualität, sondern ne, einfach mit Chemie erzeugte Lebensmittel haben natürlich sehr oder bringen in unserem Körper sehr viele Toxine. So. Und dann haben wir ein Problem, dass Körper, wie ich schon gesagt habe, auch sehr viel Toxine
produziert. Jede Zelle deines Körpers macht den Stoffwechsel und dieses Müll, was Zelle abschmeißt, nennt man Harnsäure. Und Harnsäure hat direkt was mit den Gelenken zu tun, denn Harnsäure eigentlich, wenn wir genug trinken würden, wird vom Körper abgeleitet sein. Dafür haben wir ein Organ, die Niere. Die Niere ist dafür da, um Harnsäure abzuleiten. Wenn wir wenig trinken oder falsch trinken, fängt an, unser Körper, diese Harnsäure irgendwie zu bunkern. Weil Harnsäure sammelt sich im Blut und das kann unser Blut, pH-Wert vom Blut, in saurem Milieu, zu doll kippen und ein Mensch kann ins Koma fallen. Das ist gefährlich, ja. Und das ist das, was man bei Heilpraktikern immer zu hören bekommt. Ja, sie sind so übersäuert, ja. Selbst wenn Menschen perfekt essen würden, nehmen wir an, und irgendwo auf Alaska leben, perfekte Luft, kein Chemtrail, nix, ja, alles so sauber und die essen so toll wildes Fisch und weiß nicht was. Aber wir müssen verstehen, Körper produziert auch sehr viel Müll. Und das heißt, wenn diese Menschen, obwohl die super essen, super Luft haben, nicht trinken, wird körpereigene Toxine nicht richtig ausgeleitet. So, und diese wasserlösliche Toxine vom Körper nennt man Harnsäure. Und diese Harnsäure bleibt im Körper, erstmal im Blut, und dann muss Körper das Ganze irgendwohin bunkern. Und dieses Prozess vom Bunkern geschieht meistens ins Gewebe. Und dann geht das an die ganzen Organe. Und vor allem, weißt du, Körper ist ja auch schlau genug. Das sagt ja nicht, okay, wir bunkern alle Toxine in unser Gehirn. Das wird dann passieren. Ganz schnell Alzheimer, ganz schnell irgendwie Gehirnprobleme, vielleicht sogar epileptische Anfälle und sonst was, ja, weil Gehirn ist nicht dafür gedacht, dass da Lager an toxischen Stoffen passiert, ja. Deswegen Körper entscheidet natürlich intelligenter und sagt, okay, wohin mit den Toxinen? Lass uns doch mal Toxine bunkern, weit weg von wichtigen Organen. Und leider sind unsere Gelenke, also diese Glieder, wie Hände, Füße, die sind ja weiter weg, ne? Vom Herz, vom Gehirn. Deswegen dort werden auch ordentlich Toxine gebunkert. Ja, so, bei manchen geht das natürlich ins Fettgewebe, ne? Also ins Fett, genau, aber meistens in diese Gelenke. Und jetzt lass uns ein bisschen konkreter über Harnsäure sprechen. Harnsäure, das ist eigentlich eine Flüssigkeit, ja. Das ist das, was jede Zelle absondert, ja, kann man so sagen. Und das muss abtransportiert werden. Das ist erstmal im Blut. Im Blut kann Harnsäure, außer dass das pH-Wert ein bisschen sauer macht vom Blut, sonst an sich nicht viel machen. Das ist flüssig, weil Blut ist warm und Blut zirkuliert ja auch. So. Allerdings, wenn die Harnsäure zum Beispiel auf die Gelenke hier kommt, ja, hier, genau, reden wir jetzt von Händen, ja, aber ihr könnt an andere Gelenke auch dann denken. In den Händen wird, wenn hier Harnsäure gesammelt wird, und hier natürlich Blut schlechter zirkuliert mit der Zeit, weil wir trinken wenig Wasser und dickes Blut von Toxinen, von Harnsäure, von parasitäre Flora und wenig Wasser macht Blut richtig dickflüssig. Und hier in die mini, mini kleine Kapillare kann das Blut richtig schlecht ankommen. So. Oder zirkuliert nicht optimal. Und diese Harnsäure wird hier gebunkert und hier wird in der Regel kalt, ja? Ihr wisst ja, unsere Hände sind in der Regel viel kälter als dann das Herz oder der Kopf selbst oder irgendwelche andere innere Organe. Und deswegen, wenn Harnsäure hier kommt, auf die Finger und es wird kalt und wird weniger bewegt, zum Beispiel, warum manche Leute sagen, oh, eigentlich habe ich kein Problem, nur wenn ich morgens aufstehe, ach, da tut so die Füße weh. Ne? Kennt ihr sowas? Ach, da tun so die Füße weh. Immer wenn ich aufstehe, da laufe ich ein bisschen in der Wohnung, wird es besser. Was heißt das? Was sagt das? Dass genau das, dass die Harnsäure dort über Nacht, in der Regel bewegen unsere Füße in der Nacht noch nicht, ne? Wir liegen. Und die Füße oder auch Hände, Harnsäure kristallisiert sich in der Kälte und da, wo mangelnde Bewegung ist. Und Salzkristalle, das ist diese Harnsäure, also wird stachelig, kann man sagen. Das werden wirklich buchstäblich Kristalle sein. Und diese Kristalle fangen an, umliegendes Gewebe, Nervenbahnen, alles, was da ist, einfach mal ein bisschen, sag ich mal so, schaden oder reizen oder verletzen. Und das ist das, warum Menschen, die ganz viele Toxine, Harnsäure haben, morgen sagen, oh, meine Finger bewegen sich schlecht oder oh, die Füße irgendwie, fühlt sich alles nicht in Ordnung an. Ne? Und dann natürlich fangen die zu laufen, sich zu bewegen, kommt natürlich Durchblutung, die Lymphe hoffentlich zirkuliert ein bisschen besser, ja. So, und dann fühlen sie sich besser. Aber irgendwann entsteht ein Moment, wo Leute permanent hier Probleme haben. Warum? Nicht, weil sie sich dann wieder bewegen oder gar nicht bewegen, sondern es ist einfach nur zu viel von den Harnsäure. Versteht ihr? Das ist nur akkumulierende Prozesse oder Zusammenhänge, wo Menschen einfach
falsch trinken, nicht richtig trinken, mangelnde Bewegung und zu viele Toxine und so weiter. So. Also, das heißt, die ganze Harnsäure hier fängt irgendwie, also wird immer mehr abgelagert. Immer mehr abgelagert und dann können gewisse Verformungen sogar an den Fingern entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Ich habe schon einige Leute so getroffen, die wirklich buchstäblich so ganz komische Verformungen an diesen Knochen haben. So, und das ist nur Ablagerung von Harnsäure. Was heißt nur, vielleicht noch andere Toxine, ne? Also ich habe kein Röntgenbild oder Blick, ne, dass ich exakt sagen kann, was ist an dieser Hand exakt drin. Aber das ist halt physiologische Herangehensweise, wie Hände, warum Hände anfangen weh zu tun. So. Was passiert dann in dem Zusammenhang? Klar, Harnsäure wird nicht nur hier in den Händen sein, sondern können an anderen Gelenken sein. Und dann haben wir zum Beispiel hier Handgelenk. Ja? Handgelenk oder alle Gelenke haben einfach diese Knorpel und ne? So, und hier in der Regel diese Scheibe vom Gelenk, denke jetzt an dein Knie vielleicht oder irgendein anderes Gelenk oder Hüfte, ne, klassisch so diese Pfanne, Hüftenpfanne, ne, und dieser Gelenk, der hier sich so bewegen muss. Wenn dort Kristalle von Harnsäure sich, sage ich mal, anlagern oder hier vermehrt sind, ja, passiert Folgendes, dass der Gelenk, stellt dir vor, das wäre der Gelenk, der wird einfach von der Harnsäure, von den Kristallen einfach gekratzt. Und dann entsteht ein kritischer Moment, wo Gelenk nicht mehr so, nicht so glatt ist, sondern tatsächlich so eine, man kann sagen, raue Oberfläche hat. Und bei rauer Oberfläche müssen wir verstehen, das ist auch eine Möglichkeit, dass dort anfangen die Pilze, die Bakterien, also parasitäre Flora, sich einzunisten. Ja, in der Regel in einem glatten, perfekten Gelenk, was überall schmierig und alles ist, können in der Regel Parasiten nicht so einfach dort leben. Wenn Gelenk rau ist, kann das sehr leicht passieren. Und für die, die denken, hey, wie kommen jetzt plötzlich Parasiten auf mein Gelenk? Ganz einfach. Vielleicht müsst ihr das Gesundheitskonzept nochmal hören, aber ganze parasitäre Flora fängt ihr Leben erstmal im Darm. Und alles, was mini, mini klein ist, wie Pilze und Bakterien oder kleine geschlupfte Larven von Würmern, das alles kommt in Blutbahn ohne Probleme, weil die super, super klein sind. Und Blut zirkuliert wieder überall, so wie deine Harnsäure überall sich an Gelenke kommen kann, durch das Blut verteilt. So können auch Pilze, Bakterien, alles dort im ganzen Körper auch verteilt sein. Und wenn ein Gelenk, sage ich mal, Pech hat, weil, glaub mir, diese Pilze im Darm sagen nicht, ja, wir marschieren jetzt zum rechten Knie, ja, so, und die gehen zielstrebig zu diesem Gelenk. Also, Entschuldigung, so intelligent sind sie nicht. Deswegen ist es wirklich nur, sage ich mal, Pech oder Glück, je nachdem, wo diese Pilze einen super Ort für sich finden. Und wie gesagt, ein rauer Gelenk, wo Oberfläche so rau ist, dort können die Pilze sich einnisten. Pilze lieben sehr stark diese ganze Gelenkflüssigkeit, weil dort gibt es ein Enzym, fällt mir der Name jetzt nicht ein. Nee, fällt mir nicht ein. Müssen wir mal nachschauen. Wer mich interessiert, fragt mich nochmal. Auf jeden Fall, da gibt es ein Enzym, was Gelenk sehr süß macht. Vielleicht kommt es später. Also. Und deswegen, Gelenke fressen sehr gern, oder Gelenke, Pilze fressen sehr gerne diese Gelenksubstanz. Und das erklärt sich, warum Menschen Bandscheibenvorfälle haben, ja, weil dort haben sich auch nur parasitäre Flora sich vermehrt, weil, glaub mir, es gibt Experten, die auch hunderte von Kilos heben. Und wie das heute in unserer Gesellschaft so gesagt wird, ach, ich habe ja so Sixpack Wasser aus dem Supermarkt so schlecht gehoben, plötzlich eine Bandscheibe, Vorfall. Nein, so geht das nicht. So leicht geschieht das nicht. So wie die Ärzte uns erklären, falsch gehoben, kann sein, dass es durch falsches Heben plötzlich passiert, aber das ist nicht die Ursache. Ursache saß schon länger da in Form von Parasiten und hat diese Parasiten haben dann eine Bandscheibe da gefressen. Beziehungsweise auch, wenn Menschen weniger trinken, auch diese Bandscheiben, ne, die werden trockener, die sind nicht so gefüllt mit Wasser. Diese Schwämmchen sind trockener und die sind auch dann nicht so elastisch. Und da kann ja auch, und dann kommen noch Parasiten immer an und knabbern da und dann hebst du mal falsch oder so. Und dann kann Bandscheibe, wie gesagt, nicht, naja, dieses Puffer, ne, dieses Kissen einfach platzen und dann entsteht halt eben das Problem. Genau. So. Genau. So, das ist das Thema Harnsäure. Deswegen, ihr Lieben, von Anfang an
ist immer noch Mangel an Wasser, schlechte Darmflora, Überschuss an parasitäre Flora. Und genau. Also Pilze, wie gesagt, fressen Gelenksubstanz. Und dann, was noch passiert, warum auch man Entzündungen hat, ist es, wenn auch Bakterien sich drumherum vermehren. Bakterien sorgen für Entzündungen. So, wenn man irgendwo Entzündung hat, entzündete, weiß der Schulter, Knie oder andere innere Organe oder so, das bedeutet, dort haben sich pathogene Bakterien sich vermehrt. So. Und das Schlimme ist halt, dass wenn man mit so einem entzündeten Gelenk zum Beispiel geht, ja, fangen Ärzte meistens mit Antibiotika zu arbeiten. Ja, Entzündung kann man noch eventuell mit Antibiotika hinkriegen, weil Bakterien, ob es pflanzlich oder sage ich mal chemisches Antibiotikum, kann tatsächlich Bakterien töten. Aber bei Pilzen sieht das ganz anders aus. Pilze lieben Antibiotika und fangen an, davon mächtig zu wachsen. Deswegen, in der Regel, wenn die Menschen so erste, sag ich mal, Anzeichen von Rheuma, eigentlich ist egal, wie diese Krankheiten zeigen, ja. Ich habe bis jetzt noch keine Krankheit oder Diagnose in den Mund genommen, bewusst, weil ich will euch physiologische Zusammenhänge erklären und nicht nur sagen, okay, wer Rheuma hat, macht bitte das, das, das. Oder wer Arthrose hat, ist das, 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 ja. Mir geht es vielmehr darum, dass ihr versteht, wie funktioniert ein Gelenk, was passiert mit dem Müll, mit dem Toxin, warum gesundes Essen wichtig ist oder Toxin, möglichst toxinfrei zu leben, warum trinken wichtig ist, warum wir auf gute Darmflora achten müssen, warum wir Antiparasitenkur machen müssen. Weil das sorgt dafür, dass deine Gelenke auch gesund sind. Ja, versteht ihr? Also das Gesundheitskonzept von Coral Club, das ist ein roter Faden für alles, für alle Probleme, sage ich mal, in deinem Körper. So, und was machen dann die Leute, wenn jetzt zum Beispiel die, zum, sag ich mal, ganze Symptomatik, wie ich gerade erkläre, haben? Ja, die haben Pilze, Pilze haben Gelenke schon gefressen oder angefressen, die haben nie Wasser getrunken, Gelenk ist verletzt, Bakterien, die machen Entzündung, die haben dann Entzündung, Probleme. Und dann gehen die zum Arzt und der Arzt stellt nicht die Diagnose Rheuma zum Beispiel oder sowas, ja. Und dann denken die Leute, ach so, dann das, was Jule erzählt hat, ich habe doch kein Rheuma, dann ist das nicht für mich, ja, versteht ja. So, deswegen ist es wichtig, dass wir generell wegkommen von diesen Symptomatikbezeichnungen und oft, wenn auch Menschen im, zum Beispiel in unseren Gruppen, ja, die schreiben, Julia oder jemand anders wird dann in der Gruppe gefragt, ja, hallo, meine Nachbarin hat so ein Rheuma nebenan, ne? Diagnose, was kann man machen? Wahrscheinlich habt ihr gemerkt, ich frage jetzt mal, bitte frag sie oder soll sie selber schreiben oder beschreibe du mal, was hat sie für Symptomatik? Weil ein Name, was ein Arzt vergibt, interessiert mir schon mal gar nicht. Ich muss verstehen, wie fühlt sich ein Mensch? Ist das mangelnde Bewegung oder wie lebt ein Mensch? Kann er sich bewegen? Welche Schmerzen hat er? In welchem Gelenk? Was ist passiert? Was war davor? Wann hat das angefangen? Welche Gewohnheiten hat das Mensch? Weil erst dann kann man so ein grobes Bild überhaupt physiologisch haben und verstehen, was mit der Person eigentlich passiert ist. Ja, so. Genau, aber glaub mir, ich habe noch nie einen Mensch getroffen, der auf sauberen Organismus achtet, auf die Darmflora achtet, relativ, sag ich mal so, ne, relativ frei von Zucker, von guten von schlechten Sachen sich nicht ernährt, der auch regelmäßig Parasitenkur macht und der würde plötzlich Rheuma haben. Sowas gibt's einfach 0,0. So, weil auch die Leute, die relativ gut sich ernähren, bedeutet nicht, dass die jemals in ihrem Körper Parasiten vertrieben haben und das bedeutet nicht, dass sie auch gute Darmflora gemacht haben. Ja, deswegen nur sauberes Essen ist eine halbe Wahrheit. Wir müssen natürlich auf diese ganze Detox-Programme deutlich achten. So. Und wie man auch Darm sauber gemacht hat. Wenn du einen Monat lang nur so ein Bentonit geschluckt hast oder was machen dann manche? Ja, die fasten dann, ja, ernähren sich vom Reis 3 Monate und die Zellen, die haben sie dadurch Darm gereinigt. Steht ja so. Genau, deswegen, das ist natürlich ganz wichtig. So, aber gut, zurück zu diesen Gelenkproblematik und Antibiotika, wie ich gesagt habe. Ja, Antibiotika sorgen dafür, dass Pilze, Entschuldigung, dass Bakterien getötet werden, aber Pilze leider nicht. Und Pilze, wie ich schon gesagt habe, wuchern durch diese Gabe von Antibiotika. Okay, so, und das heißt, es kann sein, eine kurze Zeit ist das weg, aber nicht nur Pilze an den Gelenken, sondern besonders
an dem Ursprung, Pilze im Darm, fangen an, mächtig zu wachsen. Und die Darmflora wird nicht nur besser, sondern wird nur noch schlechter. Warum? Weil auch leider Antibiotikatüten auch Antibio, ja, wie der Name schon sagt, Antibiom, Antileben, ja. Das heißt, auch die gute Probiotika, falls man noch welche hat im Darm, gehen auch drauf. Und in der Regel, kein Arzt erklärt, wenn du auch Antibiotika nimmst, dass du plötzlich da, oder sofort danach oder am besten parallel etwas für die da gute Darmflora machen musst. Und wenn auch ein oder andere Heilpraktiker das erwähnt, wie gut ist dieser Einsatz? Ob das wirklich funktioniert, dass man Darmflora wiederherstellt? Okay, versteht ihr, wie ich meine? So. Und das heißt, sowieso die Ursache war im Darm. Sowieso durch den schlechte Darmflora und Menge an Parasiten haben diese Probleme in Gelenken überhaupt oder sind diese Probleme in Gelenken entstanden. Und jetzt gibt man einfach Antibiotika. Versteht ihr? Also dadurch wird weder Darmflora besser noch Gelenken wird besser gehen. Vielleicht kurzzeitig wirst du eine Entzündung runterbekommen, aber in der Regel, weil alles aus dem Darm geht, wirst du kurze Zeit danach wieder oder noch schlimmere Probleme bekommen. Und ich habe schon einige Leute konsultiert und bei Corec habe auch kennengelernt, die dann komplett so wie Multi, es gibt so, wie heißt das, Bichtirev, glaube ich, oder so ein, also egal, mir ist diesen Namen, die Ärzte, dann vergeben es mir auch egal. So, Fakt ist, es war nicht nur ein Gelenk dann betroffen oder zwei, sondern fing an, in den anderen Gliedern das alles sich zu vermehren. Klar. So, deswegen, Ursache, Mangel an Wasser, Harnsäure, Toxine. Die werden in diesen Gelenken, habe ich gesagt, abgelagert. Dann Problem mit parasitärer Flora. Und das muss alles wieder besser werden. Und außerdem, wenn parasitäre Flora sich vermehrt und Toxine und Harnsäure, ihr müsst verstehen, dieses Milieu wird toxisch. Dieses Milieu wird sauer. Ja? Fibromyalgie oder diese ganze, sag ich mal, Namen, da wo Menschen einfach ständig Schmerzen haben. Was ist ein Schmerz? Schmerz ist ein Milieu, was übersäuert, was toxisch ist, und wo die Nervenbahnen in diesem Milieu das merken und sagen, aua, aua, tut weh. Das ist ein Schmerz. Schmerz entsteht nur dann, wenn Mangel an Sauerstoff ist, Mangel generell an Nährstoffen und Überschuss an Toxinen und Parasiten. Das ist ein übersäuertes Milieu. Und Übersäuerung bedeutet für Nerven einfach Schmerz oder falsches Milieu. Nerven sagen Schmerz. Deswegen kein Wunder, dass Menschen, die diese Gelenkprobleme haben, haben auch Schmerzen. Entweder Harnsäure, wie ich gesagt, an sich reizt die Nervenbahne und dann tut es weh. Oder Nervenbahne liegen in diesem sauren Milieu, was natürlich auch dann mitkommt, ja, oder entsteht. So, dann interessanterweise, warum werden meistens zum Beispiel andere Gelenke befallen, zum Beispiel hier Handgelenk oder hier Handgelenk oder wie nennt man das, Ellenbogen oder Knien, weil wir müssen verstehen, darunter sitzen auch Lymphe. Ja? Lymphe spielt auch super, super wichtige Rolle, weil hier, das sind die Stellen, wo maximal viel Lymphknoten oder so Sammlung an Lymphknoten ist. Und das ist in der Regel auch das, was komplett überlastet ist. Wenn Lymphsystem als System an sich überlastet ist, können diese Lymphknoten sich nicht optimal befreien. Und die sind manchmal auch verstopft an parasitäre Flora, an ganzen Toxinen. Und wenn unser Reinigungssystem, das ist ja wie Wasserstaubsauger, ja, unser Lymphsystem, es gibt, ich glaube, vor einem Jahr oder irgendwann mal habe ich so ein Seminar gemacht über das Lymphsystem. Wenn dich das jetzt mehr interessiert, guck einfach. Wenn nicht, werde ich vielleicht das nächste Mal irgendwann mal so ein Lymphsystem dran bringen, damit ihr auch versteht, was Lymphsystem überhaupt macht und wie wichtig das ist, dass dort auch alles flüssig wird. Weil wenn Lymphsystem overloaded ist, einfach komplett belastet ist und nicht mehr richtig filtert und die Lymphknoten einfach dicht sind, dann entsteht das, entweder geht das auf Gelenken oder geht über die Haut. Probleme über die Haut nennt man, wisst ihr, ne? Neurodermitis und. Aber das ist immer dieselbe Ursache von Toxinen und Parasiten. Deswegen eigentlich, wenn ihr so mich jetzt zuhört und denkt, hä, schon wieder Parasiten? Ja. Unser ganzes Problem in unserem Körper entstehen weder an Mangel oder an Überschuss. Mangel an Nährstoffen, Überschuss an Toxinen und Parasiten. Leider.
Und deswegen ist die Gesundheit so einfach einerseits. Nur wenn man rechtzeitig das versteht und rechtzeitig versucht, in eigenem Leben das umzusetzen, dann ist das einfach. So, aber auch die Leute, die diese Probleme haben, bedeutet nicht, dass es jetzt quasi so vorbei mit euch, sondern es ist möglich, dass wir diese ganze Problematik sag ich mal, auflösen. Ja, so wieder Schritt für Schritt, wie gesagt, zurückgehen an den idealen, sauberen, gesunden Zustand. Und das heißt, als Lösung, was kann man sagen? Allererstes, wir müssen anfangen, das basische Wasser zu trinken. Aber seid bitte mir nicht böse, wenn ich sage, sorry, nach einem Glas Wasser werden deine Probleme nicht weggehen. Und vielleicht auch nicht nach einem Monat und vielleicht nicht nach einem halben Jahr. Je nachdem, wie overloaded dein Körper ist, je nachdem, wie viel parasitäre Flora. Und wie ich gesagt habe, Knochenapparat braucht generell 7 Jahre, um komplett neu zu werden, dass Zelle für Zelle sich erneuert, vorausgesetzt, die Umgebung wird so schnell wie möglich sauber sein, damit die ganzen Nährstoffe durch flüssigem Blut noch überall ankommen. Wie schnell dein Körper das reguliert, weiß nur dein Körper tatsächlich, ja. Einzige, was wir dir anbieten können, fang bioaktives Wasser zu trinken. Fang mit dem Detox-Programm, in dem deine Organe, System, fang an, besser zu filtern, besser zu arbeiten, Leber, Niere, Lymphe, dass alles, also Blut natürlich auch, alles erstmal flüssiger wird. Vielleicht muss diese Person erstmal 2, 3 Monate, machen. Wenn Leute noch, sage ich mal, andere Baustellen haben, wie Bluthochdruck, Allergien, steht ja erhöhten Zuckerlevel, Cholesterin, das bedeutet, dass das ganze System ist noch ein paar Schritte, sage ich mal, hängen geblieben. Ja? Das heißt, wir müssen Schritt für Schritt mit den ganzen Problemchen nacheinander klarkommen, dass Körper das reguliert, richtig macht. Und dann wirst du sehen, wenn endlich deine Parasiten weg sind, vielleicht passiert das nach 2, 3 Runden APK. Woher soll ich wissen, dass nach einer Parasitenkur alles eliminiert ist? Vielleicht brauchst du nur einmal, vielleicht auch zweimal richtigen Darmreinigung, unser Kolovada. Es gibt kein besseres Programm, meiner Meinung nach, was die Darmwände komplett sauber macht, weil nur dann können wir auch physiologisch garantieren, dass die ganze tolle Nährstoff wie Kalzium, wie Kollagen, Hyaluron, MSM, Vitamine, alles das, Vitamin D, ne, dass all das zu deinen Zellen ankommt. Ja, deswegen, egal an welches System wir jetzt denken, ob das Knochenapparat ist, wie wir heute reden, oder Nervensystem oder einfach Gehirnfunktionalität, alles braucht Bewegung, Sauerstoff und die richtigen Nährstoffe. Und das kommt alles, wenn erstmal getrunken wird, Parasiten sind weg, Darm ist sauber und dann einfach angepasst richtige Nährstoffe. Okay, so, deswegen auch Thema Gelenke. Hier geht nur um ein Konzept. Wie oft du dieses Konzept drehen musst, bis du dein Ergebnis bekommst, kann ich dir nicht sagen. Das kannst du gerne in eine persönliche Beratung mit deiner Upline, mit deinen Leuten, die dich zu Coral Club eingeladen haben, besprechen. Genau. Ja. Ich gucke in meine Notiz. Ich habe mir sogar ein paar Sachen notiert, damit ich nichts vergesse. Aber falls ihr schon Fragen habt, könnt ihr gerne. Also vielleicht noch ein bisschen zu. Also Müllhalden habe ich erklärt, ne? Diese Hände, Füße, leider, ne? Verformungen habe ich erklärt. Genau, Harnsäure, Toxine, Pilze, Parasiten. So Arthrose ist generell Verlust an basischen Mineralien. Das hat auch mit dem, also in den Knochen besonders an Kalzium und Magnesium und so weiter. Aber das lösen wir, indem wir anfangen, Nährstoffe zu uns zu nehmen. Und natürlich, manchmal im Gesundheitskonzept erzähle ich so einen Witz und sage, Leute, stell dir vor, wenn du deine Nachbarin, so eine Frau Müller hast, und die ist in reiferen Jahren und geht zum Arzt und der Arzt sagt, oh, Frau Müller, ihre Knochen sind knochendicht, so nicht so gut, ja, deswegen Knochen brüchig und so weiter, zu viel Kalzium verloren. Hier die Tabletten, Kalziumtabletten. Und habt ihr die Geschichte irgendwann so gehört, dass diese Frau Müller seit Monaten Kalziumtabletten schluckt und dann irgendwann plötzlich sagt sie, oh, wisst ihr, ich war beim Nachbar, ja, oder beim Nachbar, ich war beim Arzt und der Arzt gesagt, Frau Müller, Ihre Knochen sind so toll jetzt mit Kalzium aufgefüllt, deswegen brauchen Sie Tabletten nicht mehr. Ich gratuliere Sie, Ihre Knochendichte hat wieder zugenommen, ja. Entschuldigung, dass ich so überspitzt über Frau Müller hier lache, aber habt ihr so eine Geschichte gehört? Oder kennt ihr jemanden, der diese Geschichte auch gehört hat oder nacherzählt hat?
Wahrscheinlich nicht. Diese Menschen, die Calciumtabletten schlucken, die werden bis Lebensende die schlucken. Und es wird auch nie besser. Warum ich diese Geschichte erzähle, was ich damit sagen will, weil nicht jedes Calcium kann Knochendichte wieder aufbauen. Fakt. So wie wir verstehen, wenn Eisenmangel ist, lecken wir auch nicht an der verrosteten Fahrradstange, ja, so nach dem Motto Eisenmangel, sondern wir müssen organischen Eisen zu uns nehmen, ja. So, und genauso ist das mit Kalzium. Das beste Kalzium, was am schnellsten in, oder sage ich mal, überhaupt fähig ist, in die Knochen zu gehen und Knochenvolumen aufzubauen, nennt man ionisiertes Kalzium. So, deswegen, ihr Lieben, in unserem Wasser, Korallenwasser, hier ist hundertfaches Kalziumgehalt, wenn ich jetzt von einem Liter spreche, als in der Liter von der Milch. Das ist Fakt. Das habe ich sogar in Japan direkt bei dem Hersteller von Korallensand, also Ursprung, ne, an dem Ursprung, an unserer Geburtsstadt von Korallen. Ich war in Japan dort in dieser Fabrik und dort waren verschiedene Ständer und viel wurde erklärt, weil Keika Kitamura, das ist die Japanerin, die CIO von Sango Okinawa ist aus Japan, die ist seit 30 Jahren in Korallenforschung. Ja, was sie über ionisierte Mineralien weiß, wahrscheinlich wissen in Europa hier die ganze Heilpraktiker und Ärzte im Vergleich zu ihr so wenig. So, deswegen kann man vertrauen, was Keika Kitamura sagt, ist cool. Und sie sagt tatsächlich, im Vergleich ist hier hundertfaches Kalziumgehalt. Also falls manche Menschen noch glauben, in den Milchschnitten für Kinder gibt es noch gutes Kalzium, deswegen, ne, gut für den Knochen. Versteht ja, wo ich hin möchte, ja, so, genau. Und übrigens damals in Okinawa habe ich, da gab es so zwei Bilder, so Skelettaufnahme, auch, weiß nicht, ob das Röntgenbilder oder wie man das macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war so zwei Muster von einer Frau aufgenommen und ein Bild war von der Frau, die warte mal, 84 ist, ja. Und dann Skelett von einer Frau, weiß nicht, 24 oder so, ja. Also ungefähr so 60 Jahre Unterschied. Und die waren gleich. Gleich. Diese Knochendichte war identisch. Und diese 84-jährige Frau, das ist die Mutter von Keika Kitamura. Das ist die Frau, die war zu dem Zeitpunkt schon über 90. Und die singt leidenschaftlich und reist noch über die ganze Welt. Und das ist dieser Witz über diesen japanischen Chor. Ne? Da gibt es so Okinawa-Chor, wo Frauen erst ab 95 in so einen Chor dürfen. Ja, so. Und dann, weil sonst, wenn die 94 sind, sind die noch zu jung. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Also Japaner in Okinawa, das ist ein ganz anderes Volk. Das können wir hier in Europa mit unserem ab Ü45 fangen wir schon an behindertes einrichten, denken, ja. Ist nicht normal, so, ist weit nicht normal. Dann sind Leute mit 94 noch zu jung, um einem Chor mitzumachen, ja, so. Okay, also daher, und diese Mutter von Keika Kitamura, ich weiß nicht, wie die genau heißt, sie hat mit 94 noch ein Skelett gehabt, eine Dichte von Knochen wie eine 24-jährige Dame. Und das ist möglich, ihr Lieben. So, und einer der Gründe, ionisiertes Kalzium. Ionisiertes Magnesium und andere, sage ich mal, Produkte, die Coral Club macht. Deswegen, ihr Lieben, ich hoffe, dass es bei euch ankommt, dass auch Qualität von Nahrungsergänzungen, das Konzept ist genau der Schlüssel, nur wie schnell eure Gelenke regenerieren. Also ich kenne eine Dame, die jetzt, vielleicht erzähle ich euch ein paar Geschichten noch zum Schluss. Ich kenne eine Dame persönlich, sie heißt Serena, die ist bei Coral Club, ich glaube ich, gute 11 oder länger, 12 Jahre, sehr lange. Und sie lebte am Anfang, als sie mit Coral Club gestartet ist, in einer Stadt. Und sie hatte ganz heftige Rückenverkrümmung. Das war wie so Skoliose, weiß nicht, hundertsten Grades oder so, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der Arzt, die war sehr lange bei Arzt, bei den ganzen Therapien, verschiedenen Kliniken. Und es wurde so schlimm, dass der Arzt ihr eine Corsage verschrieben hat bis Lebensende. Also sie hatte heftige auch Schmerzen und alles. Und der Arzt hat gesagt, sie müssen Corsage tragen bis Lebensende. Ihre Knochen sind einfach Schrott. Wir können nichts machen. Wir können sie wahrscheinlich entweder nur versteifen. Sehen Sie zu, dass Sie auch nicht schwanger werden, weil das wird so Ende vom Lied sein. So, die Frau hat dann, ich weiß nicht, ob sie schon
gerade damals da Coral Club kannte oder kurz danach kennengelernt hat. Sie hat angefangen, Konzept zu leben. Und nach, ich weiß jetzt nicht, ob das 3, 4, 5 Jahre irgendwie vergangen ist, hat sie so ihre Geschichte erzählt. Sie hat auch immer was für den Knochenaufbau gemacht, aber in diesem Konzept. Sie hat ab dem Zeitpunkt nur, trinkt sie Korallenwasser seit wie vielen Jahren und immer Entgiftung gemacht, Zellaufbau. Und dann nach, ja, und ihre Rückenprobleme sind immer peu à peu weggegangen. Ja, in welcher Reihenfolge kann ich euch jetzt nicht, aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Aber wenn jemand vielleicht die kennenlernen will oder so, können wir gerne einen Zoom vereinbaren. Dann sage ich, ich möchte die unbedingt kennenlernen. So. Und das Krasseste, was ich damals gemerkt habe, sie hat auch einen Vortrag von bei uns, glaube ich, gemacht vor Jahren. Sie hat dann erzählt, dass sie nach vielen Jahren, sie hat ein Kind zur Welt gebracht, sie hat auch keine Probleme, sie hat auch trägt richtige Absatzschuhe, sie liebt hohe Absätze, ne? So, und sie hat dann erzählt, die ist in eine andere Stadt umgezogen und sie hat diesen Patientenakte, weißt, kennt ja, ne, vom Arzt irgendwie mitgenommen und sie hat das dem anderen Arzt in eine andere Stadt gegeben und der hat ganz lange das studiert, geguckt und dann irgendwann mal so, also er konnte nicht glauben und er dachte, die Akten wurden irgendwie verwechselt oder so, ja. So, aber die Frau hatte keine Skoliose und er dachte, die Diagnose ist falsch oder von einer anderen Person hier reingerutscht in die Akte, weil er nicht glauben könnte. So. Und ja, und die ist topfit, sie hat keine Probleme im Rücken. Und das ist das, was ich sage, ihr Lieben. Konzept macht Wunder, ja, so. Und, aber nicht über Nacht. Manchmal gibt es auch wirklich schnellere Prozesse. Aber gerade wenn wir denken an Knochenapparat, das braucht Zeit, um zu regenerieren. Hyaluron ist ein Megaprodukt, Kollagen sowieso, ne? Entzündungen, Probleme, da kriegen wir durch Entgiftungen, durch Parasitierkuren. Wir haben Reihe, ich zähle nur auf, ihr könnt selber zum Beispiel googeln danach, auf der Webseite gucken, zum Beispiel Boswellia ist genau ein, das ist Weihrauch und ein Produkt für Gelenke, für oder gegen die Entzündungen in den Gelenken. Ich würde immer Pau d'Arco dazu kombinieren, weil Pau d'Arco ist ein natürliches Antibiotikum, was sehr stark ist und wenn dort Bakterien sind, wirkt das mega. Also Boswellia, Pau d'Arco. Dann, was haben wir noch? Flexicore. Flexicore ist ein Produkt, was direkt Gelenke aufbaut. Ist ein Futter. MSM ist unschlagbar für alle Sehnen. Also ich habe einige Masseure, die massieren und klar, überlegst du, wenn du den ganzen Tag mit den Händen arbeitest, natürlich Hände sind auch irgendwann mal trainiert, aber trotzdem kann passieren, dass eine starke Belastung auf den Sehnen liegt. Die schmeißen 4 bis 6 MSM, eine halbe Stunde ist der Schmerz weg. Ja, muss man ausprobieren, wer dieses Problem hat. Also Flexicore, MSM, Calcium, Magnesium, Megaprodukt für unsere Gelenke. Kollagen, Hyaluron, habe ich gesagt. Zu Hyaluron hat Nicole Wilms ein wunderbares Vortrag gemacht, steht auch in diesen Gesundheitsseminaren, könnt ihr genau angucken. Da geht es ganz genau um diesen Hyaluron. So, ich habe auf Instagram auch über Hyaluron mega Vortrag. So, was kann man noch machen? Klar, Vitamine, Mineralien, Vitamin D und so, ja, aber versteht ihr, Nährstoffe ist immer dann, wenn vorher die Entgiftungsschritte gemacht wurden. So, das ist jetzt so mein Thema. Noch eine letzte Geschichte, die mich damals sehr bewegt hat, von meiner Freundin. Ich habe irgendwann mal Konzept in ihrer Familie gemacht, in einer anderen Stadt. Und dann hat ihre Familie so angefangen, auch das Konzept. Und die eine, glaube ich, weiß noch, ob die ihre von Seite des Mannes, irgendeine Oma oder so, auf jeden Fall irgendeine ältere Dame, eine Oma, hatte Arthrose und dann ging und sie hatte wirklich vom Arzt die Tabletten seit Jahren immer bekommen, wurde nie besser und die Leidenschaft von dieser Oma lag darin zu stricken. Ja, sie hat so gerne einfach gestrickt und dann irgendwann hat Arzt gesagt, sorry, sie können nicht mehr, weil sie hatte so starke Schmerzen in den Händen. Ja, so und dann musste sie aufhören und diese Freundin hat dann irgendwann der Oma von dem guten Wasser erzählt und Oma sagt so, ja. Ich probiere dann Wasser. Sie hat dann angefangen, Coral Mine. Ich weiß jetzt nicht, ob H-500 dabei war, aber zumindest ich weiß Coral Mine. Und irgendwie hat sie aufgeschnappt, dass Artischocke so ein tolles Produkt für die Leber ist. Und sie hat angefangen, Artischocke und Korallenwasser. Vielleicht mit H-500, weiß ich nicht. So. Und sie hat das Monat für Monat einfach weiterbestellt bei der Freundin und gesagt, machen wir weiter. So. Und nach einem halben Jahr, nee, und da war ja so, der Bericht war direkt von dieser Oma. Ne? So, pass auf. Die Oma sagt, irgendwie hat sie gemerkt, dass plötzlich ihre Hände beweglicher wurden. Und ich Respekt an dieser Oma, dass sie einfach in eigener Verantwortung gedacht hat, probiere ich was aus. Und sie hat
angefangen, diese Medikamente vom Arzt selber runterzudosieren. Nicht verboten, wenn jemand sowas ist, verboten, jemand das aufzuzwingen. Ja, deswegen, ich bin immer neutral. Ich sage, ist deine Verantwortung oder geh zum Arzt, lass überprüfen, vielleicht wird der Arzt dir auch absetzen. Ne? Ich finde, dann ist fairer. Aber sie hat einfach nur dumm, ich probiere es aus. Und dann hat sie immer wieder Tabletten minimiert, bis sie gar keine mehr genommen hat und sie könnte ihre Finger bewegen und sie hatte keine Schmerzen. Und dann hat sie gedacht, irgendwie komisch. Dann hat sie angefangen sogar zu stricken. Und nach einer Weile hat sie gedacht, ich gehe mal wieder zum Arzt. Und dann ist sie zum Arzt und hat gesagt, Doktor, so sieht's aus. Ich habe schon seit so und so lange jetzt die Medikamente selber abgesetzt. Mir tut nicht weh. Aber schaut mal, ich kann alles machen. Und der Arzt, ich fand das so süß, die sagte, ja, und der Arzt, der hat dann gesagt, das kann doch nicht sein. Die Tabletten würden doch das niemals heilen. Also der Arzt hat selber zugegeben, dass eigentlich die ganzen Medikamente, das die Frau seit Jahren trinkt, gar nicht, also nichts eigentlich bringen. Und deswegen hat er gesagt, was haben Sie denn gemacht? Ach so, weil sie meinte, sie hatte ein bisschen Sorge, ihm zu sagen, dass sie Wasser oder so gemacht hat oder anderes Wasser. Dann hat sie getraut, na ja, ich habe jetzt anderes Wasser getrunken. Der hat sie natürlich ausgelacht. Aber meint, ja, wenn Sie mir nicht verraten wollen, bei welchem Arzt Sie waren, dann, weißt du, er war richtig bissig und hat sie also entlassen, hat gesagt, ja, zu mir brauchen Sie auch nicht mehr kommen, Sie haben keine Arthrose mehr, ne? So, und ihr Knochen waren so gesund. Ja, also Respekt für die Oma, für ihren Mut. Und ich weiß, dass diese Geschichte nach 6 Monaten kam. Nach 6 Monaten einfach durchgehend Korallenwasser trinken. Und ich weiß nicht, wie viel Artischocke da jetzt eine Rolle gespielt hat. Aber wer weiß, vielleicht ist das die beste Kombi. Etwas für die Leber. Ich meine, wenn Leber besser arbeitet, profitiert ganz das Organismus. So, deswegen, ihr Lieben, auch gibt es Ergebnisse mit dem Konzept, die so, so gewaltig sind. Mein Papa persönlich hat einen Knochen, Bandscheiben im Hals oder Knochenproblem im Halswirbelsäule, ne, im Hals über 50 Jahre gehabt. Ein gebrochenes Gelenk und er hatte gewisse Einschränkungen in der Bewegung. Er hatte das Problem über 50 Jahre. Und ich habe ein Video mit ihm in Russisch gemacht, wo er das sogar erzählt hat, dass nach 50 Jahren Probleme, ne, er hat aber zu dem Zeitpunkt schon 2, 3 Jahre Konzept gemacht und bei der zweiten Flasche Bylurone oder dritten, weiß nicht auch genau, ist das Ding weggegangen. Also mein Papa nimmt regelmäßig alle 2, 3 Monate Bylurone, manchmal auch durchgehend. So, also er wartet immer, wenn irgendein Angebot ist, dann schlagt er ordentlich zu. So, und sogar mein Papa mit über 70 Jahren sagt locker, ey, jedes Mal, wenn ich Bylurone nehme, fühle ich mich geschmiert. So. Aber auch Problem, was 50 Jahre in den Gelenken war, ist weggegangen. Daher. Also ich denke, in jedem Alter ist das möglich. Und was bei Älteren geschieht, kann ein jüngeres Organismus viel besser in Griff kriegen, weil Zellteilung ist viel besser, Regeneration ist stärker. Genau, deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg bei diesem ganzen Gelenkeproblem und seid nicht enttäuscht, bleibt dran, seid nicht enttäuscht, meistens, wenn das jetzt nicht nach einer Woche alles verschwunden ist, bleibt dran, bleibt dem Konzept treu, macht Schritte. Wenn ihr Konzeptschritte geht, bitte, wenn da heißt Diät halten bei Parasitenkur oder so, dann zieht alles konsequent durch. Lebensmittel, die für Gelenke komplett schädlich sind oder generell für unseren Körper, sind diese Lebensmittel, die Parasiten füttern. Das heißt, Hefeprodukte, Milchprodukte, toxische Lebensmittel wie Schweinefleisch oder generell fertige Nahrung, ja, irgendwas fertig hergestelltes, wo du weißt, da sind so viele Konservierungsstoffen, Glutamat und weiß nicht was, irgendwelche. Guck einfach auf Inhaltsverzeichnis. Wenn du da schon 3, 4 Ingrediente nicht lesen kannst, weil du nicht verstehst, was das ist, dann glaub mir, das ist ungesund. Weg, Finger weg davon. Lass uns lieber smart essen, ja, also schlau essen und genießt euer Leben, weil Leben hängt nicht nur vom Essen ab, ja. Es gibt noch so viel, was man im Leben genießen kann oder lernt euch optimal so zu ernähren, aber gesund. Also meine Devise ist immer Clean Food, sauberes Essen. Ich finde, das ist viel, viel wichtiger als nur irgendeine Ideologie nachzulaufen. Ja, okay. So, dann würde ich jetzt eine Zeit noch freigeben für eure Fragen, wenn ihr welche habt. Deswegen, ich habe, glaube ich, eine Hand gesehen oder habe ich die Frage irgendwie im Laufen beantwortet? So, ich guck mal hier im Chat. Die Mitte schreibt, würdest du bitte noch einmal MSM erläutern, wofür es gut ist? Also MSM ist eine, also organischer Schwefel,
Also es gibt viele Wirkungsweisen. Einmal, das ist ein Neurotransmitter. Neurotransmitter bedeutet, dass MSM schafft generell die Nerven, sage ich mal, Übertragung, Kommunikation läuft besser. Das ist ganz, ganz wichtig, damit Körper, sage ich mal, neue wie sagt man das? Verschaltungen. Also keine Ahnung, die Kommunikation im Körper einfach besser funktioniert. Das ist MSM, deswegen MSM ist immer gut. Gut, nur ich glaube, es gibt so viele Produkte, die man einfach immer nehmen könnte, weil alles so gut ist. Deswegen kann man nicht jetzt so sagen, ne? Aber MSM ist wichtig für Sehnen auch, ja? Alles, was elastisch ist, ne? Sehnen, organischer Schwefel. Ihr könnt einfach nach organischem Schwefel gucken. MSM gibt es übrigens nicht nur bei Coreclubs, gibt es einige Unternehmen, die auch MSM verkaufen. Es gibt viele, bei Zentrum der Gesundheit gibt es richtig gute Beiträge zu MSM. Ja, aber Schwefel ist sehr, sehr gutes Produkt für Darmflora und wirkt auch antiparasitär. Aber besonders geht es um, ja, um diese Neurotransmitter-Geschichten. Ja. Deswegen bei Parasitenkur ist das immer dabei, aber beim Aufbau auch. Also wer Probleme mit Sehnen hat, schluckt MSM ordentlich. Ist es gut für die Haut, ne? Also so kann man das beschreiben. Dankeschön. So, noch Fragen? Oder hattet ihr vielleicht irgendeinen Fall direkt, ne, was mit, weiß nicht, eure Kunden oder so, die etwas hatten mit den Gelenken oder so? Vielleicht ist noch was beantwortet, nicht be oder nicht beantwortet geblieben. Könnt ihr gerne auch Mikro anmachen, das fragen. Wenn nicht, dann ist voll in Ordnung. Wir können so mal einfach beenden. Wir haben unser gute Gruppen, ne, wo man da auch immer Fragen stellen kann. Ja, ich bin dankbar für mein Team, für die ganzen Experten, die hier auch anwesend sind. Hallo Leute, juhu. Ja. Aber wisst ihr was? Gerade gestern hatte ich so ein mini kleines Gespräch mit jemandem, der noch ganz neu ist, und dann wurde so ein bisschen erzählt, so, ja, aber weißt du, und dann wurde eigentlich von einer Frau gesprochen, die gerade so 50 geworden ist, und dann hieß es, naja, da wurde ja gesagt, ja, sie sind ja älter geworden, also Älterungsprozesse. Weißt du, da muss ich einfach nur schmunzeln und eigentlich mit weinendem Herzen ein bisschen lachen, weil was ist das für, Entschuldigung, Älterungsprozesse mit 50? Man muss die Leute nicht mit 50, 40, 30 oder 100 sogar abschreiben. Warum mit dem Alter alle diese Probleme entstehen? Weil wir jahrelang die ganze Toxine sammeln, jahrelang nie entgiften, jahrelang unser Darm zu müllen. Versteht ihr? Wir sind, also manchmal stelle ich mir Organismus vor, wenn wir jetzt sagen, alle physiologischen Prozesse laufen gut, ist Mensch so gesund. Das ist wie so nagelneues Gefäß. Und dann fangen wir, weil wir einfach nicht besser wissen, Müll zu essen, wir werden toxisch und und. Und dann natürlich, ist ein oder anderen Organismus braucht einfach diese Jahre, bis es dann irgendwann so unerträglich wird, dass Körper sagt, ich kann nicht mehr, sorry, ich kann nicht mehr das Ganze ausbaden, alles ist komisch, ich funktioniere nicht mehr gut, Hilfe. Und jede Diagnose ist eigentlich nur ein Schrei vom Organismus, das sagt, da wo es weh tun, guck doch rein. Nur leider in unserer Gesellschaft, wir wurden so beigebracht, dass wir nicht selber sagen, okay, ich gucke rein und überlege, was ist da wichtig für diesen Organ, sondern wir wurden immer so beigebracht, ja, geh mal zum Arzt, der wird dir schon sagen. Und das ist ein großes Dilemma, weil ihr wisst ja, wenn wir zum Arzt gehen, nicht oft funktioniert das, ne? So, weil Tabletten bringen keine Heilung. Vielleicht ist das ein Klingel. So. Genau. Ja, meine Jungs kommen jetzt vom Strand. Genau. Also, daher, lieben, auch im Alter kann man super fit und gesund sein, wenn man Physiologie versteht. Und das ist das, warum ich Cora Club so liebe, weil wir da so krasse physiologische Zusammenhänge bekommen. Und seid froh, dass ich das irgendwie von den Experten, die leider nicht immer alle Deutsch sprechen, aber anhören kann und euch weiter das so geben kann. Und außerdem, das Wissen, was ich jetzt gebe, ist natürlich mit 7 Jahre Praxis und Erfahrung nochmal bestätigt worden. Und ich liebe, wenn die Menschen dann nach kurzer Zeit auch sogar schon berichten, wie deren Gelenken besser geworden ist. Oh, Jan. Okay, gut. So, das ist meine Kleine. Was machen deine Gelenke? Gut? Das muss ich euch bringen. Das ist wirklich, wer keinen Bock hat oder keine Zeit mehr, könnt gehen, aber dieses Beispiel muss ich bringen.
Diese kleine Maus ist einmal in unserem Haus in Deutschland aus dem zweiten Stock aus dem Fenster runtergefallen. Oder? Genieß es nicht, deine Zähne zeugen. So, diese. Sie war, wie alt warst du da? Weißt du noch? Sechs, fünf, wahrscheinlich 5 Jahre alt. Die ist ungefähr aus der Höhe von 5 Meter runtergeknallt auf den Boden. Zum Glück auf keinen Betonboden, sondern nur auf so einen, ja, quasi Rasen, ne, so. Aber auf den Boden. Und mein Bruder hat zum Glück diesen komischen Gartenschlauch weggebracht. Ja. Naja, wir glauben an gute Schutzengel. Vielleicht lag da ein Schutzengel vor ihr, bevor sie da auf dem Boden gelandet ist. Ich weiß es nicht. So, das Krasse war, sie hatte nichts. Außer ich hatte Schock meines Lebens. Klar, wir sind ja auch natürlich zum privaten, so schnell, wie heißt das, Notfall, so Praxis gefahren, damit Arzt checkt und alles. War Nein. nichts. Sind Doch. wir nicht? Doch, sind wir doch ein bisschen vergessen. So, und naja, der hat sie gecheckt und alles. Der hat mir dreimal nachgefragt, ob wirklich ich sicher bin vom 5 Meter, weil wahrscheinlich erwartet man, das Kind viel mehr Brüche oder was hat. So, dieses Mädchen mit 5 Jahren, mit Sechs. sechs. Ich glaube 5, aber egal. So, und dann, pass auf, das war für mich wie ein Bild. Ungefähr dann eben, das war vielleicht so, weiß nicht, Ende Sommer, August oder so, September. Und dann weiß ich, es war schon relativ kalt, gute 2, 3 Monate später, hatte Genesis eine Freundin zu Besuch, ja. Und diese Freundin, die haben dann einfach so gespielt zu Hause mit irgendwas mit Decken und keine Ahnung, waren die wahrscheinlich die Prinzessinnen. Und dann ist dieses Mädchen, sie war vielleicht auch ein Jahr älter oder so oder fast ähnlich wie du, ne? Und die ist mit einer Decke auf dem Boden, das heißt, da waren keine Meter von Höhen, ja, die ist einfach auf dem Boden ausgerutscht und so plopp zur Seite gefallen. Sie hatte einen heftigen Armbruch. Da war ein Notarzt, es war gerade Corona-Zeit, ihr könnt nicht vorstellen, was da war. Auf jeden Fall in meinem Zimmer, zum Glück war das kein offener Bruch, aber der Arm, also hier war der Bruch und der Arm hing ja so ganz komisch und auf jeden Fall, sie musste mit Notarzt ins Krankenhaus operiert werden, ohne nun volles Programm. Warum ich diese Geschichte erzähle? Weil, ihr Lieben, auch in diesem Alter spielt eine große Rolle, was Kinder essen und trinken. Weil es war doch nicht, dass da ein Schutzengel gefehlt hat. Ich glaube auch, alle Leute, die bei mir im Haus sind, die sind einfach automatisch geschützt, ne? Weil ich dort lebe, ist mein Territorium, mein Revier. Aber ich glaube, dass es Physiologie einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt. Weil wenn dieses Mädchen mit letzten Sommer zum ersten Mal krank war für einen Tag mit Fieber und sie kriegt so viele Spirulina von Geburt an, so viel Nährstoffe, so viel Proteine, mit Zucker, wir haben sehr klare Regeln und es gibt kein giftiges Fleisch oder so bei uns zu Hause. Also das heißt, ich achte immer, was meine Kinder essen und die machen regelmäßig Parasitenkur. Das heißt, die Knochen sind sowas von gut, dass sie sogar so einen heftigen Sturz aushalten. Und ein Kind, und ich weiß, was das Mädchen leider gegessen hat, sie, dank, sage ich mal, Bekanntschaft mit uns, haben die Eltern angefangen zu reflektieren, was sie dem Mädchen zu essen geben. Aber das Mädchen weiß ich zuvor, bevor sie uns kennengelernt hat, sie hat außer, was war das, Nutella-Brot zum Frühstück, nie nichts anderes gesehen. Welches Mädchen? Naja, die Hand gebrochen hat. So, aber du hast jetzt keinen Namen verraten. So. Auf jeden Fall, versteht ihr? Und das Mädchen hatte Asthma, das Zeichen von Parasiten, sie hatte ganz schlechte Darmflora. Also das Kind, würde ich sagen, in diesem Alter war schon so zugemüllt, wie vielleicht vor ein paar Generationen ein älterer Mensch erst so sein durfte. Überschuss an parasitärer Flora, Mangel an Nährstoffen. Was sollen da die Gelenke machen? Wovon sollen sie sich ernähren? Vom Weizenbrötchen? So, funktioniert nicht. So, und sogar damals diese zwei Geschichten, die so in zeitnah passiert sind, haben mir sehr, sehr viel auch Bestätigung gegeben. Bitte achtet von klein auf, bringt euren Kindern bei, auch wenn das anstrengend ist, wenn das jetzt Überwindung kostet, bringt Kindern bei, von Anfang an richtig zu essen. Und auch wenn eure Kinder 30 schon sind, ja, so. In jedem Alter ist es wichtig, ist es möglich, weil Körper ist regenerativ. Und je früher wir das verstehen, umso besser wird uns gehen. Kann ich noch So, sagen? du sagst das letzte Wort und dann beende ich den Zoom. Möchte ich einen Satz sagen? Ja, dann sag Also, doch. Ist das für die Leute? Oder? ja, für Na die gut. Leute. Okay, dann schieß los. Was sag? Also, meine Freunde waren an diesem Tag da, wo ich da runtergefallen bin. Und
Wieso ich da runtergefallen bin? Also, ich wollte nicht durch unseren Bad gehen, weil von meinem Bruders Zimmer und mein Zimmer waren so zwischen Bad, also Badezimmer. Und da wollte ich nicht durchgehen, dann bin ich auf diese, nennt man Auf das? der Fensterbank. Genau, auf der Fensterbank so lang gegangen. Von einem Fenster zum anderen, von Genau. außen. Die 5 Meter waren auch Höhe. nebeneinander Ja, und dann nebeneinander. bin ich runtergefallen. Und zwar, wieso Und ich was hast runter. du? Ja, was hast du? Entschuldigung, ich Ich hätte dich nochmal. wollte rübergehen, weil ich wollte diese Korallenriegel holen aus Jesajas Zimmer. Unter seine Ah, Kissen. Korallriegen war schuld. Sieht ihr? Kauft keine Korallenriegel. Die bringen Kinder ins Gefahr. Kind. Aber hast du was dadurch gelernt? Dass du nicht aus dem Fenster springst. Ich dachte, sie wollte fliegen lernen, aber Hey, naja, ja, ist wollte ich halt so ja weit. auch. Aber wolltest du auch? Ah, okay. Also, ihr Lieben, lasst nicht beaufsichtigt irgendwelche Riegel rumliegen, weil die Kinder tun alles, um eine Riegel von Coral zu bekommen. Also, habt euch lieb, habt schönen Abend und macht alles, damit eure Gelenke fit sind. Tschüss! Genesis, lass mal!